Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, ihr seht, es sind schon wieder zwei wenige geworden. Die haben auch ausgedient. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen schauen, dass wir noch da drüben ein paar Sachen aufbauen. Dass wir dann auch mal hier langsam Kupfer aufstellen können. Dass das auch läuft und vor allem, dass wir auch das Kupfer dann auch dementsprechend abbauen können. So, Forschung ist mal wieder fertig. Dann hätte ich gesagt, jagen wir auch durch. Entzündliche Stoffe. Large. Eisenbahn. Eisenbahn ist wichtig. Die machen wir gleich. Ah, der ist auch durch. Kann er auch gleich weg. Und was jetzt eigentlich wichtig ist, ist eigentlich, dass wir. Okay, da waren nicht mehr viele drin. Dass wir hier diesen Bereich hier mal wegen freiräumen. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Beziehungsweise ich muss jetzt erst einmal noch das da alles beschleunigen. Das heißt, ich ziehe da mal wieder meine Rädchen raus. Da muss ich meine nächsten 500 reinschmeißen. Zieh da durch. Ja, und da muss ich die restlichen 250. Ich habe ja unten auch noch eine Kiste. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier einiges noch zu machen. Es kommt wieder so viel zu. Wir müssen hier die Maschinen abbauen. Bauen wir erstmal eine hin. Das Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal die da weg. Okay, das heißt jetzt, wir brauchen von den Bändern brauche ich mal davon. Das heißt, ich habe jetzt von hier habe ich 6 Stück. Das ist zu wenig. Die Eisenzahnräder brauche ich jetzt schon 14 Stück. Davon die Hälfte. Wieder 250. Lass laufen. Wie gesagt, ich brauche 14 Stück insgesamt. Haben wir schon mal fast 7. Jetzt haben wir 7. Heißt, in der Zeit kann der noch ein wenig weiter rumtrödeln. Dann kann ich jetzt schon mal den da komplett beschleunigen. Dann gehen wir mal nach unten. Dann ist der auch komplett beschleunigt. Die Eisenbahn ist fertig. Dann machen wir gleich die Signale. Ja, den habe ich da hinten. Ich habe leider nicht mehr von denen da. Das ist gerade mein Problem. Ach, da oben. Was willst du? Ah. Was frage ich eigentlich? Mal, wenn wir erstmal bauen können, bevor wieder alles ausgeht.
Einen brauche ich noch, einen einzigen. Okay, dann heißt es jetzt für mich. Sehr schön. Das haben wir jetzt alle schon beschleunigt. Dann beschleunigen wir jetzt das auch noch. So, schauen wir mal, dass wir hier jetzt auch noch. Sehr gut arbeiten können. Okay, die habe ich schon auf Rot. Das heißt, die sind jetzt eigentlich alle soweit fertig. Dann hätte ich mir mal gesagt, ich nehme mal jetzt da 500 Stück raus. Auch sowieso noch einige hier drüben. 62 rote. Noch mehr Stahl. Noch mehr Zahnräder. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt als nächstes, schmeißen wir uns jetzt hier entlang. Okay, dann haben wir mal die nächste Forschung wieder durch. Railway 2 macht momentan gar keinen Sinn. Tankwagen macht keinen Sinn. Automobilität macht sehr viel Sinn. Weil wir wollten ja auch mal erkunden. Da sind wir jetzt auch fast durch. Das heißt, da sind wir schon fast auf der nächsten Stufe. Oh, ist der Wahnsinn, wie hier die roten Bänder verschwinden, ne? So, sehr schön. Das heißt, jetzt wird es da drüben ja ein bisschen. Beschleunigen kann ich es nicht. Ich bräuchte jetzt eigentlich die nächsten Öfen. Was bräuchte ich eigentlich für den Ofen? Hochofen. Okay, der Hochofen, den habe ich. Fortgeschrittene Metallverarbeitung 2. Da mache ich dann den Lichtbogenofen. Und der braucht Strom. Okay, die Materialien hätte ich, aber ich brauche halt Schwefel, brauche Wissenschaftspakete für die Chemie. Das geht erst mit Schwefel. Okay. Und dann heißt es jetzt für mich, wir schmeißen hier mal großzügig nach. Wir schmeißen. Hier kann ich nicht nachschmeißen, habe kann ich. Doch, die Steine habe ich da hinten. Auch rein. So. Und die sind schon wieder durch. Okay. Bis nach unten. Du gehst da rein. Danke. So.
Läuft auch wieder. Wie schaut es hier aus? Ah, da fehlen mir jetzt die Bänder. Aber die habe ich ja Gott sei Dank schon wegen herstellen lassen. Die laufen schon nicht mehr, dann baue ich die gleich mal ab. Ich brauche jetzt hier Platz. Am Ende vom Tag muss eigentlich ja, hier was passiert sein. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt hier? Mache ich jetzt hier Kupfer und ignoriere das einfach? Oder mache ich jetzt hier was anderes, was aufs Eisen ist, wie zum Beispiel Munition? Was jetzt auch nicht gerade was ist, was ich wenig brauche. Aber ich hätte jetzt eindeutig gesagt, ne, ich ziehe jetzt das eiskalt durch. Halt. Das heißt, hier geht's runter mit. Mit den normalen. Oh. Keine Knickarme mehr. Dann hätte ich gesagt, kommt da jetzt die Maschine hin. Und da kommt es dann als nächstes raus. Ja, wobei, ich könnte jetzt eigentlich hier Eisenstangen herstellen. Aber dann brauche ich nur das Eisen da oben abtrennen. Oder hier unten. Wenn jetzt ich hier sage, ich komme hier raus, ist es das hier. So, und drehst. Ding und ich drehe ab. So, und gehst jetzt auch bis hier runter. Die Greifarme, den nächsten, den roten, den kann ich hier auch mal reinschmeißen. So, das heißt, das ist das. 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 Bin noch zwei. Oh. Stimmt. Nein, stimmt nicht. Also, der ist rein, der ist rein, der ist rein. Der ist raus, der ist raus, der ist raus und der ist raus. Wobei der und der klein bleiben. Schauen wir mal schnell. Mittelgroßer Strommast. Habe ich da jetzt eigentlich die nächste Tierstufe auch schon angefangen oder nicht? Natürlich nicht. Rote Maschinen, rote Maschinen, rote, gelbe Maschinen. Dafür brauche ich. Ja, standardmäßig wieder Zahnräder. Ich brauche Schaltkreise. Dann schmeiße ich mal die 55 rein und noch ein bisschen Stahl. Und ein bisschen davon. Okay. Also ich habe jetzt 10 Maschinen.
ich jetzt hier hinguck. Baue ich die zwei gleich ab. Das lasse ich jetzt mit der Hand craften. Okay, das heißt jetzt hier oben bekommt jetzt wir den nächsten Strommasten. Das heißt, wenn ich jetzt dich reinschmeiß und dich reinschmeiß und dich reinschmeiß, dann haben wir eine Kabelreichweite von 9 und einen Versorgungsbereich von 7. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt eine Kabelreichweite von 11 und einen Versorgungsbereich von 9. Bin ich schon mal besser. Gut, dann habe ich jetzt ja zwei Maschinchen hergestellt. Unsere blauen. Das heißt, ich brauche jetzt hier Kupferkabel. Du produzierst mir das. Und ich brauche noch mal so eine Maschine. Und dann heißt es jetzt hierhin. Du haust das rein. Du haust das rein. Und das nenne ich Geschwindigkeit. Und ich kann auch vier Upgrades reinbauen. Das ist ja noch das viel coolere. So. Und hier kommt jetzt dann zu guter Letzt noch der auch noch mit hin. Und ich lasse die auch mal laufen. Okay. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich machen wollte. die Maschinchen habe ich aufgebaut. Mittelgroßer Strommast. Und da habe ich jetzt noch 92. Reicht auf jeden Fall eine Ecke. So, die ganzen Forschungstüten kann ich jetzt auch abbauen. Ja. Und die größere Reichweite, die wo ich wollert und bräuchert, um das alles hier festzumachen, ist ja noch ein bisschen weg. So, ich habe die Maschinen gemacht, damit ich eigentlich hier das machen kann. So, und dann kann ich jetzt den da aber löschen. Mach den hin und dich kann ich auch löschen und mach dafür dich hin. Ist ja auch besser. So, jetzt kann ich dich aber schon mal abräumen. Immer angenehmer. So, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt auch das hier. Dann kommst du auch hier raus, beziehungsweise muss erstmal hier rein und hier rüber. Und jetzt brauche ich dich, nein, dich und die da. Dann kannst du mal anfangen, hier schön brav noch die Stangen rauszuklopfen.
Licht kann ich da wegmachen. Okay. Wie geht's den Ärzten? Jawohl, die nächsten zwei weg. Also das sind noch 280, das sind noch jetzt 500, das sind noch 400. Der größte ist, die größten zwei sind die bis jetzt. Ja. Okay. Dann heißt es jetzt für mich eiskalt alles abbauen. Was hier im Weg stehen könnte. Das alles weg. So, auch hier die Maschinen abbauen. Oh, ich bin voll. Wow. So, das heißt, das kommt weg. Das kommt weg. Okay. Sieht schon mal gut aus. So, alles weg, alles aufgeräumt. Sehr schön. Dann heißt es jetzt aber für mich auch hier. So, und dann brauche ich die großen. Das heißt jetzt, ich muss jetzt da hinten. Ich muss es ja wieder provisorisch machen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Okay. Und dann heißt es jetzt, wir brauchen. Das wären jetzt die Montagemaschinen. Das heißt, ich brauche dich, dann brauche ich dich, dann brauche ich dich. Ja. Ja, 21 Maschinen oder 23 Maschinen. Ordnung. So, Stahl, Zahnrad. So, 10 Stück. Habe ich 53. Davon das da und noch Stahl. Und dann schauen wir mal, wie wir das mal rauskriegen. So, das heißt jetzt nämlich, wir beschleunigen. Das schon mal. Dann kann ich gleich noch was machen. Und zwar, wenn ich zu den Pumpen mal hochlaufe. Kann ich nämlich die nächsten Pumpen hinstellen. Nehmen wir jetzt mal die großen Masten mit.
Dann schmeiße ich den jetzt einfach mal so weit rüber. Gefällt mir schon viel besser. Jetzt heißt es Kisten hinstellen, dass der Stein auch aufgebaut wird. So, der ist leer und der ist leer. Okay, dann haben wir das auch. Ja, ist ja gut. Kupfererz rein. Ist genauso wichtig. Dass wir das mal komplett fertig haben hier. Vor allem, dass da muss ich auch mal richtig ranklotzen jetzt dann. Wie viel habe ich denn? 65 Erzförderer 2. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir mal hier gleich Maschine Nummer 3 hin. Weg und der auch weg. Okay. Ja, Maschinchen. Mach mal die Maschinchen weiter. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes die. Ja, man sollte vielleicht auch mal hinglotzen, wo man hinrennt. Und man kann nicht so viel erwarten, ne? Okay, dann hätte ich gesagt, dann machen wir als nächstes die Förderer. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall den. Dann brauche ich einen elektrischen Erzförderer Bauplan 2. Und hier die 3. Das heißt, ich habe jetzt schon mal hier 13 Stück. Dann brauche ich Stahl, das und das. Ja, es muss auf jeden Fall Kupfer laufen, dass wir dann als nächstes die Schaltkreise hinkriegen. Okay, dann haben wir jetzt 37. Und ich habe leider alle von den anderen Verbrauch bestimmt. Mist. So, du kannst weg. Da brauche ich jetzt einen Erzförderer 3. Habe ich noch Kohle einstecken? Nein. Das war dann hier, ne? Okay. 510 ist meine Ansage. Ich renne gegen alles Folge. Ja, wie schaut's aus? Stecken schon. Ja, schon richtig gut. Eine Zahnräder einstecken. Massig. Perfekt. Den da haben wir, der fehlt noch. Das heißt aber, ich brauche jetzt die Kleinen. Und vor allem die Kleinen haben einen Vorteil. Ich kriege die hier rein. Ich brauche jetzt nochmal
Kupferplatten. Ja, schön, dass ich das aufgeräumt habe und weggeräumt habe, aber wo habe ich das denn? Da. Mal zwei mit. Ja, 226 habe ich noch. Üben. Okay, da kommt da jetzt das Kupfer rein. Da kommt das rein. Und bei dem kommt der nächste Schaltkreis rein. Okay, dann machen wir da jetzt mal, wie viel brauche ich überhaupt davon? 5. Ja, du kommst da rein. Da brauche ich jetzt noch mehr Kunststoff. So, wir haben den ersten Dreier. Okay. Ich hoffe wohl, dass ich jetzt es schaffe, 4 Stück hinzukriegen. Drei Hammer. Und du bist dann der da. Und du kriegst Nummer 4. Sehr schön. Ja, ich hätte jetzt nur noch 3 gebraucht. Ist egal. Ist er schneller weg. So, die haben jetzt schon Abbautempo 2. Und die Zweier haben 1. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zum Stein. Ah, weiß ich auch noch, was ich da machen wollte. So, die 2 kommen weg. Die 2 kommen her. Einen habe ich noch. Der ist ein bisschen fixer. Und mal wieder zu viel Kraft im Inventar, ist ja klar. Stück. Das ist schon mal eine sehr gute Zahl. Und ich habe jetzt bestimmt wieder was vergessen. Dann hätte ich jetzt gesagt, kopiere ich mir jetzt den ganzen Käse hier.
Ist da drei weg? Und du bist da auch drei weg. Eigentlich schon mehr vier. Gut. Schauen wir mal, wie viel von diesen schönen Öfen das wir haben. Einen mehr. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt mal da hinten hin. Ja, gehen wir einen breiter und dann passen da nämlich nochmal die ganzen Maschinen hin. So, als allererstes, du baust mir Magazine. Okay. Zwanzig Schuss. Und wir haben jetzt auch schon das erste Rote. Munitionchen. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir eiskalt hier noch die Schrotflintenmunition rein. Das heißt jetzt die Erzförderer. Dreiundfünfzig Stück hat er jetzt. Bräuchte eigentlich schon nur mal einen mindestens. Und dann habe ich das. Dann muss ich jetzt mal gucken, macht da noch irgendwas Sinn zu produzieren? Die mittleren großen Strommasten, brauche ich Eisenstangen, Stahlträger, Kupferplatten? Ja, ist aber das Beste, was ich machen kann. Ich mache jetzt hier die Bänder. Dafür brauche ich Eisen und die Räder. Dafür brauche ich das fast selbe. Okay. Die haben wir. Und ich merke schon wieder, das war die Okay-Folge. Ich habe schon gemerkt, da kommt heute mehr Schwachsinn aus dem Mund, als was Vernünftiges. Aber ist halt so. Dann nochmal einmal Zahnräder. Und wir brauchen noch wieder. Oh, mit den nächsten drei Maschinchen machen wir dasselbe, was wir jetzt auch hier haben. Ich brauche dich und ich brauche
dich. Weil hier ist es einfach nur das da. Stein habe ich noch nicht. Holz. Ah, wie gesagt, dann fällt es aber zum Lager. Ich brauche. Stahl. Oder sie nach unten rennen, wenn der Stahl oben ist. Beziehungsweise. Hier. So, wie viel habe ich denn? Jetzt habe ich 2,5, 2,5. 2,5, 2,5. Dann schauen wir jetzt noch da hinten hin. Die nehme ich irgendwann auch gerne noch die Forschungspakete machen. Davon habe ich jetzt 20. Na, schauen wir mal. Jawohl. Zieh es aber raus. Und das haben wir auch noch. Gut. Vor allem, was will ich eigentlich mit 4 Stück? Das geht ja da rein. Das haben wir jetzt alles beschleunigt. Ja, bin zufrieden. Das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes nochmal 3 Maschinen. Nochmal 3 Maschinen. So, was jetzt als nächstes kommt, ist leicht kurios. Achso. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Bändchen. Wir machen jetzt hier die Teile. Das braucht er nicht. Also das heißt, du bist der und du bist der. Mindestens 71 Stück. Das da weg. Und das da weg. Ich habe leider keine Zahnräder mehr. Münzen. Wie komme ich jetzt auf Münzen? Dann heißt es jetzt volle Attacke da hinten. Schön. Da habe ich jetzt dann noch einen Platz. Da kann ich jetzt dann entweder anfangen, dann irgendwann Smart hinzumachen. Ich habe jetzt doch eine einzige Fabrik. Sehr schön, dass ich jetzt so viele Magazine habe, aber schaut es hier aus. Okay, da kommen 125 hin. Kommen noch mal 105 hin. Dann haben wir da auf jeden Fall auch mal unten das Inventar hochgemöbelt.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt diese Produktionen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, bleib mal nicht stehen, danke. Da habe ich jetzt keine mehr. Da habe ich jetzt auch keine mehr. Das sind jetzt dann davon 70, da 250, da 250. Dann hätte ich gesagt, kommen als nächstes die. Montagemaschinen dahin. Okay. 26 Stück. Ich habe keine Platten mehr einstecken. Die muss ich jetzt demnächst auch mal holen. Also das heißt, wir haben jetzt hier alles, was mit Bändern zu tun hat. Und dann bin ich ja der Meinung, deswegen baue ich ja auch die Maschinen. Dass ich da auf jeden Fall hingehe und sage, okay, du bist rot und du bist grün. Und dann muss ich jetzt doch Kupferplatten holen. Aber die, glaube ich, gehen mir auch nicht so schnell aus. So, ich habe jetzt Eisen. Ein bisschen Stahl nehmen wir auch noch mit. Und ich sehe gerade, die Eisengewinnung ist vorbei. In die Annalen und alles weg. Dann haben wir jetzt noch die Bändchen und das sehr schön, sehr gut funktioniert. Und ich sehe gerade, dass der Belt Balancer einen Fehler verursacht, der nicht behoben werden kann. Das ist natürlich total toll, aber ich sehe auch, dass der Belt Balancer gerade mir erzählt hat, dass die Zeit schon extrem abgelaufen ist. Das ist sehr schön. Das heißt, ich muss hier mal einen Cut machen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, damit ab in die Kommentare. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man den Fehler beheben kann, natürlich auch. Und sonst hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.